Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu einer Ausgabe meiner Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute soll es um den griechischen Dichter Euripides und sein Stück Die Bacchen gehen. Im Zentrum dieses Stückes steht der Gott Dionysos und seine Fans, die Bacchantinnen. Und das Stück ist 406 geschrieben worden, 406 vor Christus geschrieben worden und zeigt einen ganz besonderen Aspekt des Gottes Dionysos, eine ganz neue Sicht auf diesen Gott. Und bevor wir uns dieser Sicht des Euripides widmen wollen, schauen wir uns erst einmal an, was man sonst noch von diesem Gott Dionysos wissen kann, was wir wissen aus anderen literarischen Quellen, aus der Architektur, aus den wissenschaftlichen Texten über diesen Gott. Der Gott Dionysos, ein ausgesprochen ambivalenter Gott ursprünglich, römisch heißt er dann Bacchus, ein Gott des Weines, der Fröhlichkeit, des Rausches, des Obszönen, ein grausamer und ein lustvoller Gott, der den Menschen die große Gabe des Weines geschenkt hat, der sie fröhlich macht und der sie bei zu viel Genuss des Weines auch in den Wahnsinn treibt. Es ist ein Gott, der aus der Fremde kommt, von außen herein kommt in die Welt der Griechen. Seine Heimat ist Kleinasien und er ist der Sohn der Fruchtbarkeitsgöttin Semele. Ich erzähle Ihnen ganz kurz ein wenig über seinen Ursprungsmythos, seine Geburt. Semele, eine Geliebte des Zeus, hat die Eifersucht von Hera erweckt. Und Hera hat daraufhin die Gestalt einer alten Amme angenommen und sich ihrer Nebenbuhlerin genähert. Sie hat sie gefragt, ob sie wisse, wer ihr Liebhaber sei, denn Semele hat Zeus noch nie gesehen. Der Anblick des Gottes ist einfach zu furchtbar, er hat sich immer vor ihr verborgen. Semele verneint und Hera sagt, sie solle ihren Liebhaber auffordern, sich ihr zu zeigen, wenn er es ehrlich mit ihr meine. Hera weiß genau, dass der Anblick von Zeus so für Sterbliche so furchtbar ist. Er ist nicht, man kann ihn als Frau nicht ertragen und Semele wird sterben. Semele fordert nun Zeus heraus, der wird zornig und zeigt sich ihr tatsächlich in seiner göttlichen Gestalt in Blitz und Donner und Semele verbrennt. Dionysos aber wird gerettet, er wird herausgeschnitten aus dem Leib der Mutter und in einen Schenkel des Zeus eingenäht. Dann wird er schließlich, als er die nötige Reife bekommen hat als Kind, aus diesem Schenkel herausgeboren, sozusagen. Er ist der zweimal Geborene, so wie der Wein auch zweimal geboren wird, eben ein früher Wein und dann ein gereifter Wein, der in einem Schlauch seine Reife erlangt. Ein Schlauch, wie es der Schenkel des Zeus eben körperlich darstellt. Auch nach dem Tod von Semele ist Heras Eifersucht noch nicht gestillt und sie befiehlt den Titanen, den Neugeborenen zu töten. Die Riesen zerreißen ihn und kochen ihn, aber die Mutter von Zeus, Rhea, erbarmt sich dieses Neugeborenen, setzt die Teile wieder zusammen und gibt ihn Persephone zur Pflege, also der Göttin der Unterwelt, die ihn bei einem Königspaar unterbringt. Das Königspaar zieht den Gott als Mädchen auf und Hera erfährt davon und schlägt das Königspaar mit Wahnsinn.
Der Pflegevater versucht, seinen Pflegesohn zu töten. Die Pflegemutter stürzt sich in den Tod, aber Hermes rettet wieder Dionysos, verwandelt ihn in ein Zicklein und bringt ihn den Nymphen des Berges Nyssa. Dort wächst Dionysos auf, er erfindet den Weinbau und die Nymphen werden ihm in der Folge als Mänaden folgen und seine weibliche Gefolgschaft werden, mit der er eben sehr oft auf vielen Abbildungen dann auch gezeigt wird. Hera entdeckt Dionysos und lässt ihn von Piraten entführen. Die Schifffahrt misslingt. Es ertönt eine Flötenmusik, um das Ruder rollen, ranken sich Efeu und Wein, Löwen und Panther gehen auf Deck spazieren, die Räuber springen ins Meer und werden in Delfine verwandelt. Auch davon gibt es sehr schöne Bilder auf den Terrakotten des Griechenlands. Jetzt schlägt Hera Dionysos mit Wahnsinn. Der stürmt nun mit seinem Gefolge, mit den Mänaden, von Land zu Land, unterwirft sich das Land, will sich die Welt im Rausch unterwerfen. Sein Feldzeichen ist ein mit Efeu umwickelter Stab, der von einem Pinienzapfen gekrönt ist, der Thyrsus. Er zieht nach Ägypten, Indien, lehrt dort den Weinanbau, besiegt die Amazonen, wandert durch Phrygien und kommt schließlich nach Griechenland, wo ihn Rhea vom Wahnsinn heilt. Er gelangt schließlich nach Thrakien. Zu dem Land, aus dem seine Mutter stammt. Und der folgende Text von Euripides über den König Pentheus von Theben handelt von seiner Rückkehr in das Mutterland. Dionysos gelangt schließlich noch nach Argos und Naxos. Auf der Insel findet er Ariadne vor und heiratet sie und wird ein wenig ruhiger. Schließlich muss ihn Hera auch unter die Götter aufnehmen und ihn dulden. Diesem eingewanderten Gott, der den Griechen so viel Freude bereitet hat durch den Weinanbau, aber auch sehr viel Verrücktheit, Wahn mitgebracht hat, dem haben die Griechen nun große Feste gewidmet. Und ein wichtiges Fest sind die sogenannten Anthesterien, die im Attika-Gebiet im Monat Anthesterion stattgefunden haben. Am 11. bis 13. des Monats. Und dieser Monat war ein Frühlingsmonat, so um den Februar, März muss man ihn ansetzen. Dieses Fest wird also zu Ehren des Gottes gefeiert. Und Grundlage des Festes ist eben die Gärung des Weines, der aus Most nun, aus dem Most des Vorjahres, gereift ist und ein fertiger Wein geworden ist. Der zweimal Geborene erscheint an diesem Fest. Und diese 3 Tage werden nun ausgelassen gefeiert. Die Weinfässer werden geöffnet, die Tempel werden zugesperrt und mit Seilen verhängt, damit die klassischen alten Götter auch geschützt sind. Der Dionysos-Tempel aber wird geöffnet. Es kommt zu Weinspenden, Tanzen, zum Singen, zu Ehren des Dionysos. Die Männer besaufen sich, die Kinder werden in die Erwachsenenwelt initiiert. Und es kommt zu einer rituellen Vermählung der Königin, der Basilina, mit dem Gott, der über das Meer kommt. Es kommt zu einem sogenannten heiligen Hochzeit im Hieros Gamos. Dionysos wird auf einem Karren durch die Stadt geführt, der einem Schiff ähnelt, eben
Dionys Sos ist ja der Gott, der über das Meer gekommen ist. Der Umzug symbolisiert die Reise des Gottes über das Meer. Dann folgt ein Tag der Toten. Die Toten kommen aus der Unterwelt. Ein Schaukelfest der Kinder erfolgt. Und am Ende, des Tages werden die Toten wieder aus dem Reich der Lebenden in das Totenreich vertrieben. Dieses Fest ist bezeichnend für die Vorstellung der Griechen über ihre Götter, über diesen Gott vor allem, der eben Wahn bringt, Trunkenheit bringt, Ausgelassenheit. Die normalen Gesetze der Götter sind für 3 Tage außer Kraft gesetzt. Die Götter versperrt in ihre Tempel, auch damit ihnen nichts geschehen kann. Und dieser Gott vermählt sich nun mit der Königin, also mit der politischen Herrschaft der Stadt. Ein ganz bezeichnendes Fest für die Vorstellungen von Herrschaft auch in Attika in der archaischen Zeit. Das zweite große Fest, was ich schon ausführlich behandelt habe, das sind die Dionysien, die Festspiele zu Ehren des Gottes Dionysos in Athen, die eben wohl eingeführt wurden unter Peisistratos und ab 534 belegt sind. Dieses Fest geht bis zu 8 Tagen und wird im März, April gefeiert. Eben, ich habe es schon erwähnt, am Vorabend der Festivitäten wird Dionysos in den Tempel, in das Theater eingeführt, ein hölzerner Phallus, das Obszöne, Sexuelle des Gottes wird damit auch gezeigt. Dann kommt es am ersten Tag zur Auszeichnung verdienter Bürger, zur Alimentierung von vaterlosen Knaben, schließlich zu einem Agon der 10 Phylen in Gestalt von 10 Chören, 5 Knaben, 5 Männerchören und schließlich dann an mehreren Tagen zur Aufführung von Tragödien, Satyrspielen und davor noch von Komödien. Große Feste widmen sich diesem Gott. Er ist ja ein ganz wichtiger Gott, ein Reingeschmeckter, ein neuer Gott, der aus dem vorderen Orient kommt und Merkmale hat, die anders sind als die klassischen griechischen Götter. Er hat etwas Barbarisches, etwas Wildes an sich, was dann Euripides in seinem Stück Die Bacchen betonen wird. Euripides. Dieser Dichter, geboren 485, 484 auf Salamis, gestorben 406 in Mazedonien, in der Stadt der Mazedonier Pella. Er hat 90 Tragödien geschrieben, 18 davon sind erhalten, ein Satyrspiel. Berühmt sind die Tragödien geworden Medea, die auch immer wieder aufgeführt wird, Iphigenie in Aulis, Elektra und die Bacchen, die weniger bekannt sind. Es ist relativ wenig bekannt über sein Leben. Man weiß, dass seine Eltern eben aus einer attischen Phyle stammten, aus einem Stadtteil des Großraums Athen und eben eine Einheit, die Ende des 6. vor Christlichen Jahrhunderts von Kleisthenes in dem Gebiet errichtet wurde. Und diese Eltern sind während des Zweiten Perserkrieges geflohen nach Salamis, wo Euripides geboren wurde. Dorthin hat es ihn auch im Laufe seines Lebens immer wieder zurückgezogen, vor allem auch in eine Höhle, die Höhle des Euripides, deren Standort bekannt ist. Dort soll er nachgedacht und gedichtet haben.
Er hat ziemlich sicher Vorträge bei den Naturphilosophen seiner Zeit gehört, also bei den Vorsokratikern. Er hat dann teilgenommen an den Tragödienwettbewerben in Athen anlässlich der Dionysien und regelmäßig Tetralogien geschrieben, also jeweils drei Tragödien und ein Satyrspiel, was eben an einem Tag von dreien aufgeführt wurde. Er soll ein Freund des Sokrates gewesen sein, wurde kurz nach den Dionysien 408 eingeladen vom makedonischen König Archelaos I. in die Hauptstadt Pella und ist dort 406 gestorben. Angeblich wurde er von wilden Hunden zerrissen. Das ist auch eine Legende, die sich um seine Gestalt herumrankt. Seine Werke, darunter sind sehr viele Werke, die von Frauen handeln. Ich nenne ein paar Namen: Medea, Alkestis, Andromache, Andromeda, die Phönikierinnen, die Troerinnen, Elektra, Helena, der begrenzte Hippolytos, Iphigenie in Aulis, Orestes und Rhesos. Aber sehr, sehr viele Frauen stehen im Mittelpunkt seiner Werke, eigentlich eben auch die Bacchantinnen in dem Stück, was wir uns im Folgenden etwas genauer anschauen wollen. Und es sind Frauen, die oft negativ auch gesehen werden. Medea, die ihre Kinder tötet, sogenannte böse Frauen, aber eben auch Frauen, die in Not sind, denn auch Medea ist ja eigentlich in Not, sie ist verlassen worden von ihrem Ehemann, ganz allein in der Fremde und rächt sich nun für dieses Ausgesetztsein in einem furchtbaren Schicksal. Die Bacchen. Dieses Stück wurde 406 geschrieben und hat dann 405 den ersten Preis bei den Dionysien gewonnen, posthum, denn da war Euripides schon gestorben. Der Inhalt: Dionysos kehrt nach Theben in seine Geburtsstadt zurück, in die Geburtsstadt seiner Mutter, um sich an den Bewohnern dort zu rächen, die seine Göttlichkeit nicht anerkennen. Er rächt sich, indem er alle Frauen der Stadt in Wahn verfallen lässt, die dann eben als Bacchantinnen, als Bachen durch die Wälder streifen. Er führt sie auf den Berg Kithairon hinauf, unter anderem auch die Mutter des Königs Penteus, Agaue, die die Schwester der Semele ist. Nun berichten Boten in der Stadt von den orgiastischen Kultformen der Frauen und der König Penteus beschließt, mit Waffengewalt gegen den Mann vorzugehen, der diese Frauen so aufgehetzt hat. Er weiß nicht, dass der Gegner, den er da vor sich hat, der Gott Dionysos ist, sondern hält ihn für einen schönen Jüngling, der durch seine sexuellen Reize auch die Frauen zu orgiastischen Auswüchsen veranlasst hat. Er wendet sich gegen den Rat des blinden Sehers Teiresias und seines eigenen Großvaters Kadmos, fängt Dionysos, aber Dionysos entkommt der Gefangenschaft. Nun redet Pentheus mit diesem Gott, den er noch immer nicht als Gott erkennt, und lässt sich überreden, als Frau verkleidet, die Frauen zu beobachten bei ihren Orgien. Er ist neugierig geworden und will eben sehen, was da eigentlich passiert. Er klettert auf einen Baum. Dionysos erreicht es, dass die Frauen ihn entdecken und ihn töten, seine eigene Mutter, die ihm den Kopf abreißt. Anschließend erwachen die Frauen aus dem Wahn und erkennen, was sie getan haben, aber da ist es eben schon zu spät. Penteus ist gestorben. Ich lese Ihnen den Anfang des Stückes vor, in dem
Dionysos sich selbst dem Publikum vorstellt und sein Leben, seine Geburt, seine Herkunft schildert. Und dann wollen wir uns das Stück in seinem etwas genauer anschauen und interpretieren. Also, Dionysos spricht zum Publikum. Ich, Sohn des Zeus, Dionysos, einst von Semele empfangen, Kadmos Tochter, deren Schoß der Strahl des Blitzes löste, komme her ins Theberland. Am Dirke, Born und Bachismen in menschliche Gestalt verwandelt aus dem Gott erscheine ich hier und sehe meiner Mutter Grabmal, die der Blitz erschlagen und des Hauses Trümmer rauchend noch hier beim Palast. Die Himmelsglut glimmt fort und nie stirbt gegen meine Mutter Heras Rachetat. Ich lobe Kadmos, dass er diesen Raum umzäunt, der Tochter unnahbare Gruft, und hab ihn selbst mit traubenreicher Rebenlaube rings umhüllt. Von Phrygien, vom goldhaltigen Lyderboden, zog ich fort, besuchte Persiens sonnenheiße Gauen und Baktriens Mauern, samt dem stürmerauen Land der Meder, dann Arabien, das von Segen grünt, ganz Vorderasien endlich, das an salziger See gelegen viele schön getürmte Stadt enthält, an gemischtem, welschem und hellenischem Volke reich. Und nun die erste Griechenstadt betrete ich hier, nachdem ich dort auch meine Wein eingeführt und tänze, um deutlich meine Gottheit kundzutun. In griechischen Landen hat mein Jubel Thebe nun zuerst geweckt. Des Thyrsos Efeu-Waffe empfing die Hand, das Rehfell knüpft ich ihnen um den Leib, weil meine Muhmen, denen dies am mindesten geziemt, behaupten, Bacchus sei nicht Zeusens Sohn. Verführt von einem Manne habe Semele die Schuld des Fehltritts Zeusen aufgebürdet, der für diese Finte Kadmos auch sie tötete. So prahlt man, weil der Liebesbund erlogen war. Drum macht ich, dass sie toll geworden, Besten fort vom Haus. Sie wohnen im Gebirg verrückten Sinns. Die Geräte meiner Wein drängt ich ihnen auf, und aus den Zimmern ist die ganze weibliche Bevölkerung, was nur Frauen waren, fortgerast. Samt Kadmos Töchtern lagen alle bunt vermischt im Schatten grüner Tannen auf dachlosen Höhen, denn diese Stadt soll's fühlen, wollend oder nicht, wie schlecht sie war, in mein Verzücktsein eingeweiht. Zu Ehren bring ich meine Mutter Semele, der Welt als Gott erscheinet, als von Zeus gezeugt. Es hat der greise Kadmos Würth und Herrschgewalt an Pentheus abgetreten, seinen Tochtersohn, der mir Natur und Geist verleugnend trotzt und mich ausschließt von Spenden, im Gebet nie mein gedenkt. Drum will ich ihm und allen Thebern mich als Gott nun offenbaren. Dann sofort in anderes Land die Schritte lenken, wenn das hier vollendet ist, mich offenbarend. Wollte Thebens Volk im Zorn mit Waffenmacht die Backen schleppen aus dem Wald, wohlan! Mänaden führ ich wieder sie zur Schlacht, denn darum hab ich Menschenbildung angelegt, wohlan! Mein Festschwarm Frauen, die vom Tmolos her von Lydiens Bollwerk mir gefolgt, aus welchem Land, ihr, meine Weggefährten und Kameradinnen, die Pauken, die im Phrygerland einheimisch sind, der Mutter Rhea und meine Erfindung, nehmt zur Hand und wandelt hier mit hellem Schall ums Königshaus des Pentheus, dass die Kadmos-Stadt es höre und sehe. Ich eile nach Kithairons Bergeswelten, wo die Bachen sind, und nehm an ihren Tänzen teil. Also, Dionysos beklagt sich, dass er nicht gemäß seiner göttlichen Herkunft
in Theben aufgenommen worden ist, dass er verleugnet wird, dass man seine Abkunft von Zeus verleugnet. Und daraufhin hat er eben die ganzen Frauen in Theben wahnsinnig gemacht, die nun als Bachen durch die Wälder und die Berge um Theben herum rasen. Mit dabei hat er seine Mänaden, die auch barbarische Gynekes sind, Barbaroi Gynekes, den Chor, der nun wirklich aus Frauen besteht, und den Gegenpart zu den einzelnen Protagonisten darstellt. Selbstverständlich auf der Bühne waren das keine Frauen, die das gespielt haben, sondern Männer in Masken. Also hier wird seine Herkunft geschildert. Er schildert, wie er zu Ehren kommen will, wie er seine Mutter auch wieder in Ehren versetzen will. Und dass er dann von Theben, wenn er es vernichtet hat, praktisch weiterziehen wird durch ganz Griechenland. Und ihm tritt nun entgegen Pentheus, der König. Und dieser König ist nun gemäß der Zeit des späten 5. vorchristlichen Jahrhunderts in Athen schon ein König, der auf Logik, Verstand, Klarheit, männliche Rationalität setzt und der ihm sehr selbstbewusst entgegentritt, zumal er auch noch nicht weiß, dass er einem Gott gegenüber steht. Und dieser Pentheus, ich lese eine kleine Stelle, erzählt nun, was er gehört hat und was da bei seiner Abwesenheit passiert ist mit seiner Stadt. Das will ich Ihnen lesen, vorlesen. Ich war verreist, indem ich eben wiederkehre, so höre ich hier vom neuen Unfug in der Stadt. Die Frauen haben Haus und Herd verlassen, bei erlognem Schwärmen und Verzücktun, lagern dort in schattigen Wäldern, feiern diesen neuen Gott Dionysos, wer er immer ist, im Reigentanz. Und volle Krüge stehen mitten in dem Kreis des Gelags, und eine duckt sich da, die andere dort an geheime Plätze und gibt sich Männern hin zur Lust, sich stellend als im Gottesdienst Begeisterte. Doch Liebeslust gilt ihnen mehr als Schwärmerei. So viel die Häscher griffen, sind gefesselt, mit Handschellen und im Stadtgefängnis aufbewahrt. Nun will ich die noch fehlen fangen, dort im Wald. Ino, ergauen, deren Schoß dem Echion mich gebar, Aktaions Mutter dann, Autonoein. Sie sollen mir mit Eisenbanden festgeschnürt den tollen Unfug lassen dieser Schwärmerei. Ein fremder Gaukler, sagt man, ist erschienen hier, ein Zauberer und Betrüger aus dem Lüderland, mit blonden Locken reicher Zier ums Angesicht, mit schwarzen Augen ganz mit Liebreiz angetan. Der Tage und dunkle Nächte, heilige Jubelwein vorschützend, mit den jungen Frauen beisammen ist. Doch hab ich ihn nur einmal hier im Hause drin, so ist sein Thyrsos schlagen, Locken schwingen bald zu End, der Kopf fällt abgetrennt vom Rumpfe hin. Also, Pentheus ist nach Hause gekommen und hat erfahren müssen, dass die Frauen alle verrückt geworden sind, dass sie schwärmen in den Wäldern, in den Bergen und sich wirklich den Männern hingeben. Sie tun so, als sei es eine religiöse Schwärmerei, aber eigentlich sind sie geil. Die hat er nun zum großen Teil schon gefangen genommen. Seine Mutter fehlt eben noch. Und er hat gehört, dass dieses orgiastische Verhalten hervorgerufen ist durch einen Mann, einen Fremden, der schön sei. Blonde Locken, schwarze Augen. Und ihm seien diese Frauen gefolgt und dem will er eben sehr, sehr schnell ein Ende bereiten. Was
Es kommt zu einem kleinen Dialog zwischen Pentheus und Dionysos, den ich Ihnen auch vorlesen will, und in dem klar wird, was Pentheus antreibt. Ihn treibt an die Vernunft, die männliche Vernunft, die gegen diese Wildheit und das Barbarische auftreten will, dass diese Frauen verkörpern, verführt von einem Mann. Also das ist ich lese Ihnen einen ganz kleinen Teil aus diesem Dialog zwischen Pentheus und Dionysos vor. Pentheus: Sind wir die Ersten, die du suchst mit deinem Gott? Dionysos: Das ganze Welschland tanzt in dieser Feier schon. Pentheus: Dort herrscht Vernunft auch weniger als in Griechenland. Dionysos: Nur andere Sitten, aber hierin mehr Vernunft. Also, Pentheus beansprucht die Griechen als die Vernünftigen, die eben anders sind als die Barbaren, die Wilden, die unvernünftig sind. Und dagegen argumentiert nun Dionysos, dass man das nicht sagen könne, dass die einen vernünftig seien und die anderen unvernünftig, denn auch die anderen zeigten Vernunft, indem sie eben die Macht dieses anderen Gottes anerkannten. Also, die Frage ist hier, die sich den Zuhörern, Zuschauern stellt: Wer ist vernünftig? Der, der mit männlicher Vernunft gegen Wahnvorstellungen, wahnhaftem Verhalten vorgeht, oder der, der den Wahnsinn, den ein Gott über den ein Gott Macht hat, für vernünftig erklärt, weil er erkennt, dass dieser Gott eben mächtig ist und dass jeder Ungehorsam gegenüber einer Gottheit unvernünftig ist. Also hier wird wieder ein zentrales Thema des 5. Jahrhunderts, was auf den Bühnen Athens zur Sprache kommt, ausformuliert, wieder einmal der Mensch mit seiner Vernunft heißt gleich der männliche Mensch mit seiner männlichen Vernunft und dagegen die Macht der Götter, die vielleicht auf den ersten Sinn unvernünftig erscheint, aber ihre eigene Vernunft haben, in der Anerkennung des Rationalen muss das Irrationale seine Berechtigung finden. Und das formuliert dann sozusagen auch der Chor, aus dem der Chor der Mänaden, der Dionysos ja gefolgt ist. Der Chor: Spät zwar, aber gewiss stets greift ein göttlicher Arm ein, richtet jeden, der in der Welt Missetaten verübt und nicht fromm das Heilige ehret, von unvernünftigem Wahn erfüllt. Lange Zeiten verbirgt er sein Nahen täuschenderweise und erhaschet den Frevler. Nein, nie muss unser Verstand und Tun stolz verschmähen den geltenden Brauch. Klein ist wahrlich das Opfer, wo göttlich Walten sich offenbart. Und was ewige Zeiten und Natur geweiht haben, die Obmacht des zu erkennen. Also, dieser Chor, der eben nun betont, dass man die Macht der Götter, die sich auch in einem Wahn äußern können, in einem irrational scheinenden Verhalten anerkennen müssen. Und da zeigt sich, wie sehr dieses neue Prinzip des Logos, der männlichen Rationalität, eben auch etwas hervorgerufen hat, nämlich das Irrationale. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz zu Pentheus, zu diesem Stück, und dabei zeigt die Interpretin, das ist von Camille Semenzato, wie Pentheus gegenüber diesem Mann, den er nicht als Gott erkennt,
mit klaren männlichen Aussagen auftritt. Er fragt ihn aus, er fragt ihn sachlich, wissenschaftlich aus, er will mehr wissen über diesen Fremden und verwendet nun in dem Dialog wiederholt Vokabular der Klarheit und des Sehens. Er spricht vom klaren Sehen und Wissen. Er gebraucht den Ausdruck, was meinen Augen sichtbar ist, und oder das Verb offensichtlich. Er wird ferner als eifriger Zuschauer und schlauer Beobachter charakterisiert und ist zwar sehr männlich schlau, aber er kennt nicht, dass er einem Gott gegenübersteht. Er verkennt die Macht dieses Gottes, mit die man eben mit einer menschlichen Rationalität nicht fassen kann und dem man sich, dessen Macht man sich beugen muss. Ich nenne ein paar Fragen, die er Dionysos stellt. Die sind ganz klar und ganz einfach. Sag mir also zuerst, welches Stammes du bist. Woher bringst du diese Feier nach Griechenland? Ist dort ein Zeus, der neue Götter zeugt? Hat er dich bei Nacht oder vor den Augen gezwungen? Die Zeremonien, welches Äußere haben sie für dich? Welchen Nutzen gibt es für die Opfernden? Der Gott, du sagst nämlich, du siehst ihn klar, was für einer war er? Bist du zuerst hierher gekommen, die Gottheit bringend? Die heiligen Dinge, vollbringst du sie bei Tag oder bei Nacht? Und wo ist er? Also ganz klare Fragen eines Mannes an einen Menschen, der etwas weiß, was er wissen muss, um Ordnung herzustellen in seiner Stadt. Und Dionysos antwortet ausweichend, mehrdeutig. Er bleibt der, der nicht genau zu fassen ist, und das entspricht eben auch seinem Wesen, nämlich dem Wesen des Irrationalen, das über menschliche Vernunft hinausgeht. Euripides preist in diesem Stück den Sieg des Wahnsinns, der Tollheit, als etwas, was man als vernünftige Kategorie anerkennen muss. Denn das Rationale bringt eben das Irrationale als Gegenpol hervor, die Vernünftelei, die heilige Raserei. So bleibt Dionysos eben ein Gott, der sich allem Rationalen entzieht, der anwesend ist, aber gleichzeitig abwesend, der sichtbar ist als Mensch, aber als Gott unsichtbar, mit dem es keinen Dialog auf Augenhöhe gibt als Mensch, weil er eben für uns Menschen mit unserer Vernunft nicht zu fassen ist. Er bleibt ein Mysterium. Uninteressant auch nicht die Rolle der Frauen. Der Chor hier eben, den fremde Frauen bilden, die Barbaroi Gynekes, also der Chor der Mänaden, die in das rationale Griechenland einbrechen und die Welt der Männer durcheinander bringen. Der fremde Gott, der Wilde aus Kleinasien, der Barbarische, der in die griechische Welt einbricht, die auf dem Weg ist zu einem logischen, vernünftigen, rationalen Gesellschaft in ihrer Klarheit. Und wo auch nun diese Logik ist eine männliche Logik, der nun auch eine Welt der Frauen und eine Welt der Männer gegenübergestellt wird. So etwas haben wir ja dann bei Medea auch. Eben die männliche Logik, dass sich im Griff haben, klar sein wollen, rational agieren wollen, ein Mann sein wollen und kontrolliert handeln. Und dem gegenüber die Welt der Frauen, die sich dem Göttlichen näher fühlt, in ihrer Zügellosigkeit, in ihrer sexuellen Gier auch, Unkontrolliertheit, als rasende Mänaden, die blutige Opfer vollziehen, die sich in der Natur
aufhalten im Wald, im Gebirge, statt in der Stadt, wie es die Männer tun, die rohes Fleisch essen, die wüten und den Tod bringen. Das Unkontrollierbare, das durch das Kontrollierbare eigentlich auch noch mehr an Macht gewonnen hat, als das vor diesem Erfindung der männlichen Vernunft der Fall war.